Also mein Name ist Berg Michelle, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Graz und jetzt besuche ich noch die BAföG Graz, das ist Kindergartenpädagogik. Ich bin die Vanessa Spörk, komme auch aus Graz, bin 17 Jahre alt und gehe in HLW Sozialmanagement zur Schule. Also ich mache dieses Jahr auch wieder mit bei Points for Action, weil ich finde es eigentlich sehr lustig, mit den älteren Menschen zu spielen und Geschichten anzuhören. Und ja, und es gibt jetzt auch das Points for Action at Home, das finde ich auch sehr spannend, da man dadurch auch mit den Nachbarn bzw. mit den anderen Menschen, wie zum Beispiel die Verwandten oder so, etwas machen. Also ich mache heuer auch bei Points for Action mit, eben auch dadurch, wie die Vanessa schon gesagt hat, weil es sehr lustig ist, weil es auch wieder etwas Neues ist, das du erleben kannst. Generell auch, weil es den älteren Leuten Spaß macht. Und grundsätzlich ist es ja unsere Vorgeneration. Und ich finde es schon wichtig, dass man auch gewisse Dinge weiß, die was vor uns eigentlich geschehen sind. Weil gewisse Dinge haben wir auch jetzt noch beibehalten. Also ich finde, man sollte keine Angst haben von den älteren Leuten, obwohl ich auch als erstes sehr schüchtern und ängstlich war. Aber das ist nach der Zeit nicht mehr so. Und deshalb einfach mitmachen und die Angst überwinden. Genau, das sehe ich genauso. Also man wird wirklich sehr freundlich aufgenommen, alle sind sehr offen zu dir und es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl, wenn man hier sein darf und die Zeit da verbringen kann. Die schönsten Erinnerungen von mir aus sind die Geschichten, was mir erzählt wurden und auch, dass die Leute immer wieder lachen, wenn wir kommen und auch mit uns Spiele spielen und sich meistens auch nicht ärgern, obwohl sie verlieren. Ich finde es auch sehr schön, wenn uns die älteren Leute gewisse Dinge anvertrauen, über Probleme oder generell, was damals so Schlimmes passiert ist in ihrer Vergangenheit, über die sie sonst nicht wirklich reden wollen. Und das finde ich auch sehr schön, dass wir ihnen irgendwie helfen können, indem wir den älteren Menschen zuhören. Also ich finde, ihr sollt alle bei Points for Action mitmachen, aus dem Grund, damit ihr auf der einen Seite euer Taschengeld ausbessern könnt und nicht immer vor dem Handy sitzen, sondern auch was Gutes tun und mit den Leuten was machen und auch mit denen Spiele spielen. Weil ihr wollt ja später auch, dass eure Omas oder Opas von jüngeren Leuten gut behandelt werden, sage ich mal so. Und außerdem haben wir hier, also in unserem HKB, ein echt tolles Personal mit viel Freude, echt mega coole Bewohner und man lernt wirklich einen neuen Einblick kennen, den wir euch so nicht zeigen können. Deswegen seid dabei und schaut euch das doch mal selbst an.